Gut, dann lass uns mal ein paar Minuten vor zum Motorsport 7 spielen. Dann gucken, ewig nicht mehr gezockt, das Teil. Und ich möchte ein Spiel rein, kann ich jetzt steuern? Genau, okay. So, einfach ein paar Runden im Kreis fahren. Ich habe das damals gespielt zu Release. Aber mal wieder probieren. Why not? Kamera werde ich schon noch anfassen, aber erstmal so. Genug angepasst. So viel gebastelt in letzter Zeit. Einfach mal ins Spiel rein. Ich wollte nur die Grafik testen. Vom Spiel bin ich ein bisschen hängen geblieben. Let's go. Action. Ich hoffe, das Mikrofon ist okay. Aber es ist ziemlich laut eigentlich. Kann auch normal leise reden. Auch ungewohnt für mich in so einer Perspektive zu fahren. Ich fahre normal Stoßstange, Motorhaube oder Cockpit, aber einfach als Gaudi mit Controller ein bisschen hier ein paar Runden drehen. Kann man doch auch schön schauen hier die Kurven. Auf jeden Fall entspannter das Auto als das andere. Ich versuche auch ein bisschen einzulenken, nicht nur so komplett mit dem Analogstick. Die Handykamera ab und zu blinkt, das kriege ich nicht weg. Das ist anscheinend so ein Softwarefehler, keine Ahnung. Hey, was soll das? Ja gut, ich muss ja hier auch früh bremsen, aber es geht. Oder ich passe jetzt besser auf als vorhin. Was habe ich da für einen Cup eigentlich gewählt da? Zum Glück mit Bremshilfe. Denn lange nicht mehr gefahren, Sebring hier. Ich weiß auch gar nicht, wann das Spiel rauskam. Können wir hier reinstechen? Ja, yo, 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 yo. Entschuldigung, also. Er hat. Ich habe. Legit überholt. Versuche den Controller so gut wie möglich in der Cam zu halten. Muss ab und zu mal hinschauen. Oh. Ich habe überlegt, die Kamera zu ändern. Wir lassen jetzt erstmal so. Vielleicht fahren wir jedes Rennen an der Kameraperspektive. Wo es mir nicht ganz gut taugt, so. Oh, 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 oh. Loslassen, loslassen, aufmachen, Lenkrad. Uiuiui. Zurückspulen möchte ich nicht nutzen. Da habe ich irgendwie. Ich finde es ein bisschen cheaten, Zurückspulen. Geht mit dem Lenken, ne? Vibration ist real am Controller, sage ich euch. Oh, 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 oh. Ich hab zu sehr gewollt. Ne, ich hab's zu sehr gewollt. Ich hatte Bock auf den. Zu sehr gewollt. Das hab ich jetzt alles gekostet hier. Ja, zu gierig. Man kennt's. Ich dachte mir, komm, ich bremse später, aber du musst mit dem bremsen. Du hast gar keinen Spielraum mehr, wenn er sagt, bremst mit der Linie.
Hätte eigentlich easy Zweiter werden können. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Platz vielleicht noch verteidigen hier. Können wir noch einen holen? Können wir wieder gierig sein hier? Ja, zu gierig, fliegen wir wieder raus hier. Rutschen weg, hey, ist Wahnsinn. Ja gut, vom 2. auf 6. passt. Kann man machen. Laggt jetzt die Cam zufällig irgendwie? Der Cam hat, glaube ich, kurz geleckt, oder? Ja, die spinnen ein bisschen. Aber gut, egal. Passt. Ja, noch auf dem 5. gerettet mit Brechstange, ne? Einfach mit Brechstange. Jawohl, dankeschön. Hauptsache Erfolg bekommen. Schau, Platz 6, Platz 5. Sehr gut, sehr gut. Bin zufrieden. Nachtschicht. Schließen Sie 50 Runden bei Nacht ab. Okay. Als ob die jetzt 50 Runden gewesen sind. Einfach direkt 50 Runden schon gefahren. Man kennt's. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau hin tun soll, aber ja, wird schon okay sein, ne? Könnte ja sagen, was ich jetzt noch ein bisschen anders hin tun soll, aber ist halt schwer. Kamera hängt am Schwanenhals, das Handy. So, let's go. Rein da. Nächste Strecke. Einfach ein bisschen cruisen hier. Hab Bock. Cruise Main. Und gerade ein bisschen genießen, dass es gut läuft. 1440p auf 4K hochgecheatet. Ja. Oh, geil. Mugello. Schöne Strecke. Schöne Strecke. Let's go. Vorhin kurz gefahren mit dem Porsche. Kurz angetestetes Spiel. Mit der Grafik. Ich habe nicht eingestellt, V-Sync unbegrenzt, aber ist okay, läuft gut. Echt gespannt, erste Kurve, wo ich da bremsen muss. Ich hab mich ein bisschen, sag ich mal, reingebremst hier bei den anderen. Den Controller so ruhig wie möglich zu halten, aber. Oh, da. Oh, hätte mich was gedreht. Damit in der Cam ist, aber geht da nicht immer. Ich tue doch ein bisschen mich bewegen. Ein bisschen rütteln und schütteln, man kennt's. Ui, oh, 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 ich wollte gerade sagen, der war eigentlich fast gut. Sehr geile Strecke. Ist nicht die Formel 1 auch 2020 die gefahren? 2021? Ausnahmsweise? Oder war das eine andere? Komm, mach die Lenkung auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fast wieder zu viel wollte ich. Rechtskurven. Eieieiei, kämpfen hier. Charmin. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ja, ein bisschen durchgeboxt, ja. Runde auf der Strecke. Ich schaffe das nicht, eine ganze Runde auf Strecke zu bleiben. Sieht gut aus. Ich weiß, im Stream schaut es nicht so stark aus. Aber hier mit 1440p auf 4K hochgeschieht, das ist schon Wahnsinn.
Kann ich mich nicht an einem Auto abbremsen? Sehr geil. Jawohl, geht. Schön. Auch wenn ich die Curves knapp nehmen, aber ich komme mal wieder ein bisschen raus. Kann man zum Verhängnis werden hier. Oh. Bisschen zu schnell. Ja, Bremslinie ist schon okay. Kann man schon machen. Kann ein bisschen entspannter spielen. Nicht zu schnell in die Kurve. Das kann ich, wenn ich einmal rausfliege, verliere ich alles. Könnte aber eine Chance sein, dass ich eine gute Platzierung kriege. Erster wird, glaube ich, ja, wird schwer. Wird schwer, wenn ich Scheiße brauche. So. Noch ein paar Kurven. Und noch auf die Zielgerade. Ist, glaube ich, ein Cup oder so. Keine Ahnung. Ich würde es gar nichts Großes machen, einfach ins Spiel rein. Beste. Auch wenn die Hände schon so ein bisschen einschlafen. Ellenbogen auf den Lehnen, Hände hier so. Geht. Schon hier so ein bisschen einschlafen. Aber passt. Passt. Schön. Fürs zweite Rennen 2 von 6. Ui, da erwarten uns noch ein paar. So, Strecke wird geladen. Das dauert immer ein bisschen. Da kann ich auch ein bisschen Handakrobatik machen hier. Mods. Oh gut, die Mods geben gut, hey. Ich muss gleich ein paar neue hier rein. Warte, das ist ein bisschen schief hier, glaube ich. So. Hier sieht man, hier ist auch schon Ende vom Tisch. So. Jetzt hat. Achso, ich muss weiter drücken. Okay. Aber die Strecke wird eh geladen, so oder so. Okay, ganz viele Menüs, ganz viele Optionen, ganz viel Blinken. Alles klar, verstehe. So, wir können drei Mods, wir können noch nehmen, Stabilitätsmanagement aus, fahren sie in der Nacht. Mehr Mods kaufen, was haben wir denn da noch? Sauberes Rennen, willkommen im Rennshop, okay. Handschaltung ABS an. Wenn sie mindestens Dritter, wie jetzt ABS an? Verbesserte Rennbelohnung. Das war ein Smoothie, Stammblau. Ich mach mal hier, werden sie mindestens Dritter. Jo. Kann man doch direkt ausrüsten. So, haben wir. Dann rein da. Okay. Wird immer noch geladen. Oh. Long Beach, okay. Und Rennen starten. Mal schauen. Mit Dritter werden. Ich wollte jetzt nicht irgendwas wegnehmen oder so von der Steuerung. Deswegen einfach mal testen hier. Oh. Hey. Oh Gott, okay, es geht gar nicht nach geradeaus, geht nach links. Stimmt, habe ich ja eigentlich gesehen rechts, aber war mir nicht sicher, was für eine Kurve das ist. Ey, lass mich doch, also was ist denn hier? Ich muss Dritter werden, frech.
Aber ich glaube, ich muss diesen einen Perk da rausnehmen. Das machen wir eh nicht. Wir können uns, falls es Nacht drin wieder gibt, können wir uns das. Kann man auch die drei Perks rein tun, alle auf einmal? Nur Nachtperks? Oh, 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 oh. Zu viel überlegt und geschaut hier. Wo gibt's eine Handbremse hier? Wo gibt's denn Handbremse hier? Ey, also. Die können einen hier locker drehen, wa? Hier ohne die Linie gar keine Chance, weil so viel, wie man hier bremsen muss. Also engen Kurven. Jo, mach auf, mach auf. Oh Gott. Okay, wir haben eine Runde, oder? Jetzt hat überstarten Ziel. Über Start und Ziel. Jetzt schon bremsen. Das war vorher die Runde, also die Kurve, wo es noch gut ging, weil so viele da waren, die haben mich dann gebremst, aber jetzt sind nicht mehr so viele da. Kann man hier überholen oder was? Innenbahn? Nee. Aber anscheinend doch. Okay, schön. Hier muss ich schauen, hier bin ich ja vorher auch. Das war ja meine Kurve, wo ich rausgeflogen bin zu schnell. Also Ziel ist eigentlich Dritter zu werden, also mindestens. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das noch hin. Ich habe aber schon gebremst, schon länger. Ich habe schon länger, ach du Scheiße, Alter, ich habe doch schon gebremst. Zum Glück habe ich die aufgehalten. Das Vibrieren ist heftig beim Controller. Die ganze Zeit doch. Entweder er hat sich aufgehangen oder es ist normal hier bei dem Ganzen. Oh, die Kurve ist ja Arschloch, ey. So eine schöne Haarnadelkurve vor Startziel ist immer schön. Das wird wild, jetzt noch einen Platz gut zu machen hier. Vor dem Ende. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Voll in die Eisen, voll in die Eisen. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Zu spät eingelenkt, wa? Sind geschnitten hier. Könnte man hier auch oder nicht? Immer wenn du, ich kann eigentlich fast nur mit Max Speed einholen. Aber wenn ich ein bisschen Speed fahre, dann muss ich schon wieder bremsen. Jetzt oder nie, ne? Also ist dritter Platz jetzt oder nie. Ich habe aber auch rechtzeitig gebremst. Alter, das ist so heftig, die Kurve hier. Ja, Vorgabe haben wir geschafft, dritter Platz. Perfekte Kurve 1 von 2. Kriegen wir nicht hin. Okay. Puh. Nice, nice. Ich wünschte, ich hätte was zum Trinken da. Aber ich habe nichts. Denke ich ja nicht dran, bevor ich irgendwas starte. Manchmal ja, manchmal nein, aber jetzt habe ich nichts da. Okay. Sechster, erster, dritter. Insgesamt zweiter. 40 Punkte hinterher.
Serientabelle. So, jetzt lädt's wieder. Lädt aber lange. Okay. Das eine Perk immer auf der Linie ist halt auch so eine Sache, wenn du keine Linie hast. Also nicht, wenn du nicht weißt, wie sie läuft. Möchte ich ein Upgrade kaufen? Warum? Wieso will ich ein Upgrade kaufen? Auto kaufen, Sammler, wer sagt, möchten sie? Ja, dann mach halt einfach. Mach halt einfach. Dann habe ich's halt. So. Beste. Okay, dann weiter geht's. So, Strecke wird geladen. Natürlich muss hierher. Okay. So. Will mal kurz trinken holen. Ja! Suzuka, geil. Hol mir schnell was zum Trinken. Und geh Brunzenfeuer. Dann passt das. Strecke lädt hier eh noch 2 Stunden. So. Sekunde. So, Trinken habe ich mir geholt. Mal schnell schauen wegen Motzen. Dann legen wir direkt los. Was haben wir? 2 Mods können wir noch ausrüsten hier. Fahren Sie nach, fahren Sie nach, fahren Sie nach. Was nochmal? Zum Rennshop. Top 5. Okay, das können wir versuchen. Ja. Nochmal Top 5. Kriegen wir hin, oder? Top 5? Was meint ihr? Okay. Ist jetzt halt so ein bisschen Leistungsdruck, sagst du? Aber gemein. Also, 5. Entspannt fahren. Kein Scheiß bauen, dann geht das. Action Jackson hier. Som, ach, Suzuka. Ja, okay, komm, geh mal hin. Suzuka. Ey, 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 ey. Yo, nein. Also die sehr, sehr schöne Kurve eigentlich hier am Anfang. Jetzt kommt schöne Links-Rechts-Passagen. So, Platz 8. Ja, war wild halt da rein drin mit 1000 Autos am Anfang. Jetzt haben wir volle Ideallinie. Ach so, wegen dem Perk eben. Na gut, das ist ein bisschen verwirrend. Zu viel Striche auf dem Boden, ey. Schauen wir gleich, wie wir die Haare an der Kurve machen. Sind wir letztens im Gran Turismo gefahren. Ne? Stunde geübt, die Kurve. Bei Dingsbums, Führerschein. Das ist aber andere Streckenführung jetzt hier, oder was? Wieder, das kenne ich jetzt wieder. Es ist so verwirrend mit diesen komischen ganzen Linien. Da bremst, reicht doch echt. Wenn du die Bremslinie da ist, dann weißt du, du musst bremsen. Fertig. Wenn jetzt beide down die Linie da ist, dann ist wild. Ganz, ganz schnelle Linkskurve. Müssen wir da ein bisschen langsamer werden oder können wir. Ja, müssen wir. Nicht genug Grip mit dem Auto oder was? Uiuiuiuiuiuiui. Ich hab gebremst, was das Zeug hält. Hab auch sogar losgelassen und hab gelenkt. Aber schwer. Einfach weggerutscht. Ich hab da Lenkung aufgemacht. Da war ich immer noch zu schnell.
zu spät gebremst, oder? Na, geht, geht, geht. Controller wieder richtig in die Kamera rein. Irgendwann fahren wir das auch mal wieder mit Lenkrad. Das geht momentan nicht. Und die Tabletten müssen noch besser eingestellt werden. Müssen zumindest fünfter fahren werden wegen diesen zwei Dingern. Zwei Perks da. Wäre zumindest nicht schlecht. Und die Karten, glaube ich, sind so oder so weg. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Schick, schick, schick. Yo, okay. Das war aber gerade ein Wetterumschwung. Das hättest du nicht ausdehnen können. Krass. Wow. Alter. Aber sehr geil, die Effekte. Schön. Wow. Cool gemacht. Boah. Ich wollte gar nicht so viel, aber es hat heftig mit dem Lenkrad hier im Regen. Ein bisschen geschleudert. Mal schauen, dass ich hier gescheit zum Stehen komme. Und früher bremsen. Ja, vierter ist okay. Erste Runde touch, tue ich mir so ein bisschen herantasten und dann zweite Runde geht dann eigentlich. Weil es aber schon zu spät. Aber schöne Regeneffekte, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man lassen, ne? Wird immer der gleiche Erste, dass er uns. In Punkten sind wir jetzt Dritter. Ich weiß nicht, wie viel man insgesamt werden muss. Ich habe da nicht geschaut. Aber schöne Rennen. Schöne Rennen hier. Okay, rein da. Strecke wird geladen. Wir haben vorhin 150 investiert, um irgendein Auto zu tunen oder so. Ich weiß nicht. Oh, jetzt haben wir gar keine Mod mehr. Jetzt wäre halt Nachtrennen gigantisch, dass wir dann dreimal Nachtrennen-Mod. Ich glaube, das heißt nur, wir machen Nachtrennen, okay. Hat sich erledigt. Doch kein Nachtrennen. So, Mods. Fahren Sie Nacht, okay, das ist natürlich wild. Rennshop mehr Mods kaufen hier. Vollführen Sie 6 perfekte Kurven, kannst du vergessen, das kann ich nicht. Verbesserte Rennbelohnung, okay. Sollte man natürlich Startposition 3 vor. Das kriegen wir vielleicht hin. Simulierter Reifen und Kraftstoff, ABS an. Ist doch okay eigentlich, ABS an oder nicht? Ja, passt. Bessere das hier und das hier. Okay. Ach, ich tue jetzt 3 Startplätze vorne starten? Ich dachte, ich muss von Start des Rennens bis zum Ende des Rennens mindestens 3 Plätze gut machen.
Keine Ahnung, nicht realisiert gerade, aber egal. Weiter, einfach Racing. Was ist das für einer? Cool, Mann. Ist das ein Stocker oder was ist das? Oh, 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 oh. Geile Strecke hier, nicht schlecht. Diese Streckenführung war gerade geil da nach oben so. War gerade echt cool. Ach, das war schon. Ach so, 5 Runden ist es hier. Ui. Schöne Strecke. Keine Ahnung, kenne ich nicht, aber ist schön. GoPro hat er hinten drauf. Das ist der, der immer erster wird, ne? Die müssten wir rauskicken hier, damit er gar keinen Punkte kriegt hier. Ja, also das machen wir nicht. Also es war jetzt, also nicht mit Ansage. Es war jetzt versehen. Karma wird kommen, ich sag's euch. Karma wird so Main werden. Schon auf der Kamera rechts, links, stimmt aber stimmt schon, weil ich habe die Kamera richtig rum. Ich habe nichts invertiert oder so. Aber ist nice. Oh, 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 zu spät gebremst. War wieder gierig. Aber warum eigentlich? Wir müssen dann nicht immer so eine Mod holen, damit wir die gar nicht die ganze Linie haben. Mir hat eine Bremslinie ohne besser gefallen. Obwohl es auch nicht schlecht ist, mal so zu schauen, wenn man so fährt und die Strecken nicht kennt und neu ist. Oh, da ist ein Teil, das ist hoffentlich nicht von mir. Einen weiten Bogen rum gemacht. Ich weiß nicht, wie die Strecke heißt. Hab vergessen oder ich habe es gelesen, aber nicht realisiert. Ist echt nicht schlecht hier. So schlecht ist es mit Controller ist doch nicht mit dem Fahren. Wenn man gewisse Hilfen anmacht, passt es schon. Nur mit dem im Xbox-Controller finde ich es viel besser. Kann man schön die Daumen in die Mulde rein und es passt. Hält fest, überall schön geriffelt alles. PlayStation ist irgendwie schwer. Und volles Teil drauf. Ich glaube, das ist das 5. von 6 Rennen, ja. Ich habe es nicht erwartet, dass das dann auf einmal so einfach ist. Hat viele Kurven am Anfang, wo man wirklich da reinstechen kann. Aber okay. Why not? Hätte ich den Mod mit Platz 1 nehmen können. Aber wenn ich ihn dann genommen hätte, vielleicht wäre es dann nicht so gut gelaufen. Oder wer weiß, ob es überhaupt gut läuft. So die Frage jetzt, ne? Yay.
einfach so random in Forza eingestiegen. Okay. Passt. Wunderbar. Ich weiß nicht, wann das Spiel released wurde, damals habe ich gespielt, seitdem gar nicht mehr. Aber ich habe es irgendwie noch drauf gehabt und den ganzen Grafikkartentest und alles hat es hingehauen. Why not? Am PC wird gespielt hier. Genau, 5 und 6 Rennen. Zack. Insgesamt Dritter. Zweiter, ui. 65 Punkte hinter dem Ersten. Oh, der hat doch keine guten Punkte gemacht hier, der Charmin. Oh, wow, wow. Also vielleicht doch das Rauskicken ein bisschen geholfen. Wollte ich nicht. War gar keine Absicht. So, Mods haben mir 11k gegeben. Schön. Ja, mach Spätzle. Aber Bremspech heißt, ich habe dann ABS jetzt an, oder wie? Letztes Rennen. Ich sollte mal vielleicht ein paar mehr Mods kaufen. Was kosten die Mods eigentlich? Bringen die denn so viel, was sie kosten? Überhaupt? Ich hatte jetzt bekommen für die Mods 11k für alles. Was können wir machen? Jo, jo, jo. Bremslinie können wir nachher auch machen. Wie laut das halt immer ist. Strecke lädt immer noch. Ich wollte die Mods noch installieren. Mount Paramount Circuit. Hallo, lass mich doch da. Ja, mindestens Dritter, wa? Versuchen wir mal. Let's go. Rennen 6 von 6. Vielleicht schaffen wir es ja mit Dritter. Mal gucken. Wenn wir Erster wären, dann würden wir sogar noch gewinnen die Meisterschaft. Aber das ist halt... Das ist eine Sache. Stimmt, wir waren wirklich vor ein paar Plätze vor. Waren wir Siebter sogar. Ich hätte sogar die Karte ausspielen können mit Erster starten. Dann wäre die Meisterschaft einfacher gewesen. Das Einzige, was hier nicht schwer ist, ist durchkämpfen hier. Aber kriegen wir schon hin. Erinnere mich ein bisschen um die Australien-Strecke hier. Habe ich einen Perk hier? Dritter werden, gell? Habe ich gesagt. Hey, schon echt geil, dass ich die Linie gerade anhab, denn hier so durchblätter mit dem Auto wäre halt schon schwierig. Hat sich zu schätzen nach all den Jahren. Nie wirklich Linie gemocht, nie gefahren damit, aber ist das ein entspannteres Spiel. Man wird alt. Und ist langsam und kann sich Sachen nicht mehr merken, deswegen einfach hier im Gras fahren. Main. Ja. Man kann sich trotzdem nicht viel Scheiß erlauben. Seht ja. Einmal kurz ins Gras oder in die Sandburg und das war's dann. Das war's denn hier. Plätze verloren. Und ob ich jetzt diese eine Kurve da hinkriege mit dem Bremsen gleich. Ich muss die Kurve nicht schon in Vollgas nehmen, oder? Die kleine Kurve.
Dann doch ein bisschen bremsen will er jetzt schon. Also so Dritter wäre schon ganz gut wegen den Mods. Erster ist halt eigentlich fast unmöglich. Interessant wäre auch vielleicht hier von vorne zu sehen mit dem Controller, aber keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wegen Gasbremse halt. Ist von vorne und von oben gleichzeitig. Das ist die austragende Strecke. Gar nicht realisiert. Vorhin schon gemerkt, weil es halt fängt halt immer so an. Die Strecke gibt es ja jetzt auch in Gran Turismo. Also ich muss sagen, ich komme hier mit Controller besser zurecht als in GT. Aber kann auch am 360 Controller, also am Xbox Controller liegen, nicht im 360. Dass ich mich selber hier rauskicke irgendwie. Aber bei dem glaube ich ist es okay, wenn ich Zweiter werde, dass, weil der ist ja eh nicht erster in der Tabelle mehr, ne? Der hat. Aber man muss ja nicht riskieren. Oh, sind wir schon durch über die Kurvenpassage? Ist noch wild. Meine linke Wange juckt. Moment. Will ich zurückjucken? Das ist mir nicht gefallen, sowas. Der ist schon knapp hier. Wow, das wird wild hier. Kann ich so akkurat lenken hier mit dem Ding? Schon Schiss, einfach früh einlenken. Da bremsen wir nicht. Nicht hier rausfliegen. Letzte Kurve. Jo, damit wäre die Meisterschaft gesichert, oder? Ich war, glaube ich, Zweiter, ganz knapp vom Ersten. Hinterm Ersten. Ich glaube, damit wäre die Meisterschaft gesichert. Und jetzt, ja... Ganz knapp gewonnen hier, weil der andere im letzten Rennen nicht so gut war. Geil. Haben wir geschafft hier. Meisterschaft World First. Sehr geil. Ich freue mich. Beste. Herausragende Fahrkunst verdient auch Anerkennung. Und die haben sie. Wirklich hervorragend. Dankeschön. Dankeschön. Appreciate. So, direkt mal kurz lauter gemacht, dass er das sagt hier. Sehr geil. Super. Super. Sehr geil. Jetzt muss ich mal schauen, wie die Veranstaltung hieß. Das weiß ich gar nicht mehr. Also du kriegst für die Mods 14.000 und du hast, glaube ich, sogar mehr investiert. Plus 30% CR. Bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt Plus mache hier. Wegen den Mods. So, dann haben wir noch einen 1981er Ford bekommen. Wir sind schon aufgestiegen hier, geil. Ja, erfolgreiche Meisterschaft oder Veranstaltung, was auch immer. Meilenstein-Belohnung hier. Formula E, Rabatt. Elite, erreichen Sie Sammlerstufe 7. Okay, habe ich. War das eine Profimeisterschaft? Na klar, was denn sonst?
Okay, Sporttouring. Profimeisterschaft Sporttouring. Dann nennen wir es doch einfach so. Sehr geil. Ja, cool. Hat Spaß gemacht hier. Bisschen Forza Motorsport. Machen wir gleich weiter. Aber bei der Folge ist dann zu Ende hier. Wenn es euch gefallen hat, schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken. Na klar. Dankeschön. Fürs Zuschauen. Schaut bei Twitch vorbei. Ich bin eigentlich immer online. Sagt Hallo, ich freue mich. Also, bis zur nächsten Folge.